Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ein kühner Schritt, Alfreds Lieblingsgräven zu verhaften. Dieser sogenannte Orden besteht aus nichts als teuflischem Abschaum. Abschaum, der sich in allen Bereichen deines Landes eingenistet hat. Sie sind gefährlich. Wie sagtest du noch, heißt du? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Die Geisel von Mercia, falls dir mein Name nichts sagt. Nun, Eivor, wenn unsere drei Ketzer auf einem Ascheberg verglühen, sollten wir unsere Abscheu gegen Mercia wie alte Freunde bei einem Krug Ale bekräftigen. Einer von ihnen nennt sich die Feder. Sind Worte seine Waffe? Angeblich werden Schriften an die Türen von Winchester genagelt. Vielleicht könnte uns eine weiterhelfen. Alfred glaubt, dass mindestens einer von ihnen tot ist. Bischof Elfred war der Sachs. Verdammt. Halb Winchester trauert um diesen Nonnengrabscher. Der Galgen. Was weißt du über ihn? Ich bin sicher, er ist ein Greve. Nur wir verfügen über die Macht, ein Strafmaß festzulegen. Und der hier maßt sich an, im Namen der Gerechtigkeit zu handeln. Der Galgen ließ dich verhaften, also muss er ein Mann des Gesetzes sein. Greve Selwyn? Natürlich. Der Haderlump fungiert in Winchester als Hammer des Gesetzes. Er lässt Sünder aus geringstem Anlass öffentlich hinrichten. Könnte es kein anderer sein? Er ist es. Er ist der Einzige, der passt. Beende seine Schreckensherrschaft. Das lässt sich machen! Gutes Volk von Winchester, öffnet eure Augen. Seht, wie Alfreds hochtrabende Ideale in diesem Morast menschlicher Unvollkommenheit versinken. Die Gefangenen, die heute vor euch stehen, leben nicht nach Alfreds Gesetzen. Sie stellen sich über sie. Sie suhlen sich im Dreck und folgen nur ihrer eigenen Verderbtheit. Hubert hat, völlig vernebelt vom Ale, unseren Bischof Elchfried verleumdet, den frommen Diener von Winchester, sogar jetzt, wo er kalt in seinem Grabtuch liegt. Elchfried war kein Mann Gottes. Er wird für seine Sünden brennen. Dein Weib ist ein boshafter Besen, Hubert. Ist hier auch nur einer, der nicht von ihrem ranzigen Met gekostet hat? Wann bist du endlich fertig, Selwyn? Wenn du ganz Winchester hingerichtet hast? Quellati! Quellati, Ella! Winchester hat sein Urteil gesprochen, Hubert. Möge Gott deiner verdorbenen Seele gnädig sein. Oh,
Warum unternimmt Alfred nichts? Selwyns Blutdurst wird unser aller Untergang sein. Wer stiehlt, ist unseren Tafel nicht willkommen. Du entstellst die Gerechtigkeit. Du wagst es, des Königs Henker zu töten. Dein Werk hast du nicht in Elfreds Namen verrichtet. Du bist der Henker des Ordens. Du hast durch den Schleier gelinst und doch nichts erkannt. Elfreds Gesetze sind der Fiebertraum eines Sklaven. Er bietet Bettlern einen Platz an seiner Tafel. Lässt die Schwachen die Starken verschlingen. Wer sollte über das Schicksal der vielen Verdorbenen urteilen, wenn nicht die wenigen Starken und Würdigen? Wer sein Volk beschützen will, muss den eisernen Handschuh anlegen. Du trittst freien Menschen in den Rücken, nicht jenen, die es verdienen. Der Orden verurteilt alle Menschen zum Leiden. Denn sie alle sind nur ein Schatten der Perfektion, die wir sein sollten. Die Perfektion der Ältesten. Du bist nur ein Mensch, Grave. Ein toter Ast, Sterbentraum. Federn Erfahrung bringen konnte. Strecke deine Flügel, Sühnen. Glaubst du an die Seele? Einen Teil von uns, der nachträgt? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ein froher Sinn ist gute Medizin, doch ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Lehrt euch Magister Bata nicht die Schriften? Magister Bata ist Pferdekacke! Und da ist die Axt, mit der ich Fliegen fangen wollte. Du hast dich aus deinem Versteck gewagt. Und du hast meine Stadt ins Chaos gestürzt. Ich hatte gehofft, du würdest den Lehren deiner feinsinnigeren Götter folgen. Unsere Götter sind nicht feinsinnig. Wenn der Galgen tot ist, ist das vielleicht Grund zu vorsichtigem Optimismus? Ich habe mich nur an die Vereinbarung gehalten.
Wenn dir deine Krone zur Last wird, nehme ich sie dir gerne ab. Verzeiht meinen Ausbruch. Gott hat mir ein Feuer ins Herz gepflanzt. Doch die englische Sprache ist ein Instrument, das schon lange nur schiefe Töne spielt. Wir alle wollen das Los unserer Völker verbessern, nicht wahr, Eivor? Ihr genau wie wir. Es bleibt noch die Feder. Was wissen wir? In Westsexe herrscht ein schleichender Verfall der Bildung. Wir genießen den Dienst weiser Männer. Doch das Studium der Weisheit haben wir vernachlässigt. Und das weiß die Feder zu nutzen. Da wehrt sich jemand gegen deine Reformen, Alfred. Er ruft die Kinder zu den Waffen. Jetzt wissen wir, warum sich so viele in den Straßen rumtreiben. Wild und ungebändigt. Ich rede mit ihnen. Mal sehen, wohin uns das führt. Gut. Komm zu mir in die Schenke, wenn du fertig bist. Und versuch ihnen nicht allzu viel Angst einzujagen. Wir Nordweger sind der Stoff, aus dem die Gruselgeschichten eurer Kinder sind. Ich kann nichts versprechen. Ich sehe dich, Kind. Komm. Selwyn, der böse Greve. Ich habe gesehen, wie du ihn bestraft hast. Er hat vielen wehgetan. Ja, er hat meine Mutter zu Tode gequält und ihren Glücksbringer gestohlen. Hast du ihn gesehen? Auf ihm ist ein Baum eingraviert. Er ist das Einzige, was mich an sie erinnert. Eine traurige Geschichte. Hier, vielleicht kann dich das von der Straße und von Ärger fernhalten. Für mich? Oh, danke! Flinke kleine Maus, wirst du mich zur Feder führen? Der Himmel wird den Rauch von Elfen. Sehr poetisch. Lass mich, du Ochse! Na los, du Bengel, gib den Apfel zurück! Ich hab nichts gestohlen! Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Bätschi, Bätschi, Bob, Bein. Mich kriegst du nicht. Bei Gott, da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrin schaufeln. Was macht der Junge da so weit oben? Meine Güte, ich kann gar nicht hinsehen. Spring, kleiner Flo, spring! Lass das, du Stinkball! Wenn er runterfällt, wird Gott... Oh, das ist so... Stinkball! Wenn er runterfällt, wird Gott dich strafen! Er ist so mutig, wie ein kleiner König Elf. Er schlägt sich den Kopf auf wie ein hohes Ei! Wenn ich sterbe, ich denke nur an dich! Hey! Hilf mir, sei meine Augen. Du schon wieder. Kümmere dich um deinen Kram. Bist du Elwyn? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wigbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwyn. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Ich bin nicht sicher. Sieht aus, als hätte sich ein altes Weib mit ihren hässlichsten Ferkeln im Dreck gewälzt. Ein Schwein in einem Kleid vielleicht. Das!
geschieht ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Ich bin unschuldig wie ein Lamm. Das waren die Leute der Feder und du hast sie umgebracht. Ich würde nicht gern mit dir tauschen. Dann verdankst du mir wohl dein Leben. Er ist mutig und stark. Vielleicht kann er uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihm, was du gestohlen hast. Vielleicht kann er uns retten. Viel Glück, Däne. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Sieh mal nach, Sühnen. Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Ich habe heute gar nichts bekommen. König Elfred heiraten, aber Magister Barton mich aus diesem Loch rausholen. Alle sind tot. Deshalb muss ich auf der Straße leben. Es gibt nie genug zu essen. Ich habe immer Hunger. Na, na, Elwin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt. Und du wagst es, von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Nicht gut. Ich töte dich. Möge dein Dach schützen. Yeah.
Dach. Flieht sie zum Haus des Bischofs? Däne will meinen Tod. Zeig dich, Mörder! Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten? Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Ich wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen.